Jo, moin Leute, wieder zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben uns ja natürlich letzte Folge ziemlich intensiv um diese Glutsonnen hier gekümmert in dem Jagdgebiet da unten. Ja. Ging mal gut, ging mal nicht gut. Am Ende ging es doch richtig schnell. Ja, jetzt habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich habe hier noch ein Tutorial. Ein Tutorial. Das ich auch machen möchte. Es gibt auch wieder 1930 LP. Aktivieren wir mal. Also ich muss immer zwei Leute oder zwei Maschinen betäuben und die mit einer, ja, mit meiner Bombe dort erledigen. Geht vielleicht auch da unten, ne? Oh, das geht eigentlich da unten. Schauen wir doch mal durch, ob wir genug haben. Ja, ich brauche hier diese wieder. Oh ja, Metallschirm. Okay, ich hab vielleicht noch drei. Okay, dann mal so. Ah, oh, ich spring. So. Ah, der Schuss, der war natürlich unterirdisch schlecht. Sind sie? Hier okay, da hinten im Wald. Oh, wehe, der läuft da rein. Wehe. Oh nein. Recht weit auseinander, ne?
ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Au. Ziemlich nicht weit gegangen. Okay, zweimal haben wir den schon jetzt. Jetzt fehlt quasi nur noch einmal. Oh, durchsuchen wir mal alles, was sie so mit sich bringen, denn so viel Bomben habe ich jetzt nicht mehr. Okay, eventuell wird es ja jetzt zurückgesetzt, wenn ich oben einmal speichere, oder? Nur die Anzahl der Kills, die dürfte noch bestehen. Zumindest vermute ich das mal. Moment, wir machen das mal jetzt auf einen zweiten Speicherslot. Ansonsten kommen wir vielleicht durcheinander. So. Ah ne, guck mal, also... Die sind jetzt nicht respawned. Das heißt, dann machen wir uns mal auf die Suche nach
Was anderem, oder? Warte mal, kann ich da noch. Oh. Also Granatskis. Kann man bei ihr Granaten oder so kaufen oder was auch immer das ist? Rohstoffe. Oder sind das Zünder? Ne, das hier, Metallgefäß. Ich denke, das wird sich ausgehen. So, okay. Wo ist denn ein Gebiet, wo wir jetzt in die Nähe können? Wir hatten doch auch irgendwo eine Nebenquest. Ne? Kriegsherrin. Lagerfeuer und da sind auch andere Maschinenwerder in der Nähe. Das ist auch ein Jagdgebiet. Das Läuferareal. Vielleicht soll ich das Läuferareal da nehmen. Ja. Glaube ich, werde dann das Läuferareal erstmal nehmen. Auf der anderen Seite. Da muss ich auch erstmal hier runter. Ich habe drei Sonnen. Jetzt werden sie mich in die Jägerloge lassen. Tja, mal sehen, wie das wird. War keine Warnung. Kümmert euch wieder um euren Kram. Nicht so von Vorteil jetzt, Mann. Lass mal wieder mitnehmen, die ganzen Steine, die wir jetzt verballert haben. Ich habe den nicht zusammengekriegt. Die beiden. Blöd gelaufen. Hilft bestimmt weiter. Mal oben rüber schauen. Der ist da hinten, der Läufer. Tja, scheiße, dann nehme ich das ganze Ding nehmen wir jetzt einfach mal mit dann. Meine Position ist aufgeflogen.
Hat sich erledigt mit euch. Okay, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, vielleicht sollten wir dann doch mal ja hier hinten hingehen, ha? Oh, warte mal, hier vielleicht auch. Ne, das ist ein Händler. Das ist auch ein Händler dann. Da sind die. Das ist Graser-Areal. Da gehen wir hin. Könnten wir die Graser jetzt auch zusammenpacken? Also zusammen erledigen. Warum sind sie nämlich? Diese Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Wir sind tatsächlich zu weit auseinander. Scheiße. So, die ganzen Steine nehmen wir erstmal wieder mit. Also das hat wieder nicht geklappt. Da hinten haben wir aber noch mehr Graser. Na komm, geh rauf da. Ja, die stehen aber auch wieder so blöd da durcheinander. Ja, naja, was heißt durcheinander? So, noch weit auseinander.
Yes, Dames. Schöner Kill. So, jetzt kann ich die zwei auch noch erledigen. Da noch an ein paar Materialsachen ranzukommen. So, das Läuferareal haben wir jetzt auch.